herzlich willkommen im Stadtwerke Düsseldorf Fanblog. Liebe Zuschauer, ja, unsere Fortuna, die hat es aktuell nicht leicht. Die zweite Fußball-Bundesliga neigt sich dem Ende in der aktuellen Saison zu und man ist aktuell natürlich im Abstiegskampf. Klar, dass die Emotionen in der Stadt da ein wenig hochkochen, aber ein Mann, der hat auf jeden Fall die Ruhe weg im Zeichen der Fortuna, denn er hat mit dieser Mannschaft gefühlt schon alles erlebt, was man eigentlich erleben kann. Ich darf Alex Spengler heute bei mir begrüßen, Mannschaftsbetreuer und seines Zeichens Vereins-Ikone. Alex, ich glaube, man kann sagen, du gehörst zum Verein mittlerweile so wie die rot-weißen Farben. Und das Verrückte ist, eigentlich bist du seit dem 1. April 2017 in Ruhestand, aber du hast gesagt, nö, habe ich keine Lust drauf, ich bin weiter bei der Fortuna. Wie kam es denn dazu? Bist du verrückt? Nein, bin ich nicht verrückt, aber es ist blöd, wenn man sagt, Fortuna ist mein Leben. Aber es ist, ich habe halbe Leben bei Fortuna verbracht, alle Höhe und Tiefe und so viele Freunde gewonnen, so viele Menschen kennengelernt, das kann man nicht beschreiben. Ja, unsere Vorstandssprecher Schäfer hat mich zu Gespräch geholt und hat mir dann vorgeschlagen, dass ich weitermache, wahrscheinlich durch meine langjährige Arbeit, Erfahrung, dass ich an meinen Nachfolger weitergeben kann. Das ist auf jeden Fall eine außergewöhnliche Sache. Sowas gibt es wirklich nicht so oft im Sport. Das muss man ja definitiv sagen an der Stelle. Und ganz interessant ist eigentlich auch die Geschichte, wie du überhaupt zur Fortuna gekommen bist. Du bist in Belgrad, Serbien, geboren, bist, glaube ich, 1973 nach Deutschland gekommen und bist dann auch erstmal Jugendtrainer, Schiedsrichter gewesen am Fingerbruch. Dann hast du dir eigentlich das Fortuna-Training sehr oft angeschaut, um dir so ein paar Tipps für dein eigenes Coaching zu geben. Aber dann kam alles ganz anders. Der damalige Fortuna-Trainer Alexander Ristić, der hat eine entscheidende Rolle gespielt. Was war da los? Ja, ich habe damals als Taxifahrer gearbeitet. Ich habe nachts gearbeitet, sodass ich tagsüber sehr viel Zeit hatte. Erstmal wegen Jugendtraining und zweitens, da konnte ich immer Fortuna-Training beobachten, weil ich wollte was lernen. Man lernt nie aus. Und ich habe dann ein sehr gutes Verhältnis zu damaligen Spielern gehabt, zum Trainer Ristić. Und dann irgendwann kam der und sagte, vielmehr der Paul Jäger hat mich angesprochen, hat gesagt, Fortuna braucht neue Mannschaftsbetreuer. Und der Ristić und Spieler haben mich vorgeschlagen. Da habe ich erst mal gesagt, nein, weil ich immer beobachtet habe, wie die Spieler mit meinem Vorgänger umgegangen sind und da habe ich gesagt, nee, dafür bin ich mir zu schade. Und dann irgendwann, wo die Mannschaft nach Makarsk ein Trainingslager fuhr, hat mich der Ristić gefragt, ob ich ihn zu Hause abholen kann, dass er sein Auto zu Hause lässt. Und dann unterwegs hat gesagt, ja, ich habe gehört, du willst bei mir keinen Betreuer machen. Da habe ich gesagt, nein. Aber interessiert mich auch, was Sie meinen. Ja, wir haben dich vorgeschlagen und wenn du mich fragst, mach das. Und dann war der Klick, da habe ich gesagt, okay, ich mach das. Und das war ja auch ein Riesenschritt sozusagen vom Jugendcoach direkt in die Bundesliga zur damaligen Zeit. Ja, wie hat sich das für dich überhaupt angefühlt? Ach, das war alles neu für mich und ich habe mich gefreut, viele Menschen kennenzulernen, neue Stadien zu sehen und so weiter. Und wie du selber eben auch schon erwähnt hast, du hast alle Höhen und Tiefen mit diesem Verein erlebt. 11-mal, unglaublicherweise, hat die Fortuna in deiner Amtszeit, sage ich mal, auch die Liga gewechselt. Hast du dir zwischendurch auch mal gedacht, Mensch, was ist denn hier los? Das geht ja hoch und runter hier, unglaublich. Ja, das ist eigentlich sehr schade, dass das wir nicht konstant waren, aber das gehört zu Sport und wir versuchen das Beste draus zu machen.
Das heißt, bei Alex Spengler eigentlich immer alles gut mit Fortuna und immer gute Laune. Wir machen eine ganz kurze Pause, lieber Alex, bevor wir nachher noch ein paar interessante Geschichten von dir hören. Denn die gute Laune, liebe Zuschauer, die ist jetzt auch so ein kleines bisschen das Stichwort. Wir kommen nämlich jetzt wieder zu unserem heutigen Gewinnspiel. Es ist wieder Zeit für das Stadtwerke Düsseldorf Tischkickern mit Fortunen und Kahn Eihahn und Sascha Rösler. Die duellieren sich heute am künstlichen Grün. Ein Gewinnspielteilnehmer, der darf sich am Ende freuen. Das ist heute nämlich der Hans-Peter Drell vom DSV 04 Lierenfeld. Sascha Rösler, der kickt jetzt am Kicker für den DSV. Und jedes Tor, das er macht, wird dann nachher in Fußbällen der Stadtwerke an den DSV 04 Lierenfeld und Hans-Peter Drell ausgeschüttet. Und wir schauen jetzt mal, was am Ende dabei rauskommt. Ja, 3:3, liebe Zuschauer, ich würde sagen, das ist mal eine absolut torreiche Partie gewesen. Und weil es so schön war und die jungen Kicker beim DSV 04 Lierenfeld nach Aussage von Hans-Peter Drell ganz dringend Bälle brauchen, legen wir auch noch zwei oben drauf. Das heißt, 5 Bälle der Stadtwerke Düsseldorf für den DSV 04 Lierenfeld. Viel Spaß damit. Wir bringen euch die Bälle in den kommenden Tagen definitiv vorbei. Ja, und bei mir ist jetzt immer noch Alex Spengler, liebe Zuschauer von Fortuna Düsseldorf. Und wir haben uns gerade hier in der Esprit Arena in deinem zweiten Wohnzimmer, kann man wahrscheinlich sagen, hier so ein bisschen gemütlich gemacht. Wir haben ja eben schon ein bisschen über Zahlen gesprochen, 11 Ligawechsel mitbekommen, 27 Jahre bist du schon beim Verein. Und das Verrückte ist, während dieser Zeit hast du nur ein Trainingslager der Mannschaft verpasst. Ich glaube, das war in Ägypten, wenn ich mich recht entsinne, ich glaube 2005 sogar. Und ja, der Schuldgrund, sagen wir mal, damals, nennen wir es mal so, das war ein Weltmeister von 1990, Thomas Berthold. Kannst du die Geschichte so ein bisschen aufdröseln? Was war da los? Wieso war Alex Spengler nicht dabei? Wir sollten Mittwoch morgen von Frankfurt Hahn nach Ägypten fliegen. Ich habe den ganzen Dienstag gearbeitet, alles gepackt, was wir für Trainingslager brauchen. Und dann abends, wo ich schon fertig war, kam der Bertel und sagte, du fährst nicht mit. Ich habe gedacht, mich trifft Schlag. Das waren Gründe. Und ich habe mich dann erkundigt, habe ich damalige Vorstandsvorsitzende angerufen, habe ich gefragt, was soll das? Und er sagte, wir wissen, dass du explosiv bist. Nicht, dass du mit dem Berthold und Morales Krach bekommst da und die schmeißen dich raus. Wir haben das zugestimmt, dich zu schützen. Ja, und wie man sieht, 2 Wochen später war der Berthold Vergangenheit. Und auch ein Weltmeister kann mal einen kleinen Fehler machen. Ich glaube aber, du hast es ihm nach so vielen Jahren, glaube ich, verziehen, kann ich mir vorstellen. Ich bin kein nachtragender Mensch. Jeder macht das, was am besten kann. Und ich glaube, Berthold hat das Beste gemacht. Da haben wir nachhinein gesehen.
Und abgesehen davon bist du nicht nur durch die Fortuna sehr in dieser Stadt verwurzelt, sondern auch musikalisch ganz klar, die Toten Hosen gehören natürlich auch zur Fortuna, mehr oder weniger ja, so ein bisschen die Hausband, kann man ja eigentlich fast sagen. Und ganz interessant ist, du bist auch sehr gut befreundet eigentlich mit den Bandmitgliedern, kennst die Jungs alle, Campino, Breiti, den Andi, wie ist da so ein bisschen diese Freundschaft entstanden überhaupt? Ja, durch die Fortuna. Ich habe mal den Breiti bei Otto Mess in Flingen getroffen, da haben wir uns unterhalten und dann irgendwann kamen die Konzerte, da war ich immer eingeladen, genau wie jetzt in Köln. Und wir haben uns nie aus den Augen verloren. Ich kann mich erinnern, wo ich im Krankenhaus lag, wo ich krank war, da haben die Hose Rot-Gelbe Nacht für DEG gemacht im ISS-Dom. Und Tag vorher rief mich der Campi an und fragte mich, ob ich vorbeikommen wollte. Da habe ich gesagt, nein, ich fühle mich noch nicht ganz gut. Und ich bin noch schwach, liege im Krankenhaus. Hat der Campi gesagt, komm, ich schicke dir einen Wagen, der holt dich ab, der bringt dich wieder zurück und so. Habe ich gesagt, vielen Dank, aber lass mal lieber sein. Wir holen das nach. Du hast dich auf jeden Fall in Ruhe auskuriert, war, glaube ich, dann wahrscheinlich die bessere Entscheidung. Trotzdem natürlich eine Riesengeste auch von der Band selber. Ja, hast du das neue Album auch schon ein kleines bisschen gehört? Morgen geht es nach Köln in die Arena zum Konzert. Ja, was hältst du von der neuen Platte? Ja, die ist wie immer mega. Also da, ich weiß nicht, es gibt kein Lied von Hosen, das mir nicht gefällt. Also wenn das keine Leidenschaft ist, dann weiß ich wirklich auch nicht weiter. Eigentlich eine schöne Geschichte, aber Leidenschaft ist vielleicht auch so ein kleines bisschen das Stichwort für die jetzige abschließende Frage. Sicher, sportlich, aktuell ist es ein bisschen schwierig für die Mannschaft, jetzt gerade im Endspurt der zweiten Fußball-Bundesliga. Wenn du jetzt zurückblickst auf diese ganzen Auf- und Abstiege, Abstiegskampf, du hast es ja auch schon mehrmals erlebt. Worauf kommt es jetzt für die Mannschaft an? Was würdest du sagen, muss die Mannschaft jetzt auf den Platz bringen, um das Ding noch zu schaukeln in dieser Saison? Ja, um jeden Zentimeter zu kämpfen und den Gegner sozusagen niedermachen. Mein Sprichwort ist immer Ruhe bewahren und Tee trinken. Und ich würde sagen, das lassen wir am Ende dann noch stehen und das wünschen wir der Mannschaft. Vielen, vielen Dank, Alex Spenger, auf jeden Fall für deine Informationen und deine interessanten Geschichten. Dir auf jeden Fall alles Gute, natürlich auch beim weiteren Weg der Fortuna. Und danke, dass du dir die Zeit genommen hast, Alex. Dankeschön. Ja, liebe Zuschauer, wir sind damit dann auch schon am Ende unseres Fanblogs für diese Woche. In 7 Tagen zur selben Zeit und an derselben Stelle melden wir uns dann wieder zurück. Bis dahin bleiben Sie gesund und munter. Tschüss.